Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network. Im letzten Part sind wir hier hochgekommen, haben Eisabschnitt und Magnetabschnitt erledigt. Und hier geht's zurück. Wow. Okay. Len, du hast deine E-Mail. Ja, und ich habe gerade auch eine E-Mail bekommen. Wie schön, dass du das weißt, Mega Man. Wie schön. E-Mails. Der Live-Virus. Habt ihr alle die WWW-Fernsehmeldung ja, gesehen? Es wird langsam haarig. Ich habe aus dem Skylab Infos über den Live-Virus. Ich denke, ihr solltet das alle wissen. Also, jetzt die Infos. Live-Virus, ich habe davon, glaube ich, noch keinen gesehen. Hergestellt aus 4 Programmen. Feuer, Wasser, Strom und Wald. Besitzt keine elementare Schwäche. Keine effektive Kampfstrategie bekannt. Ich glaube, gegen den müssen wir am Ende antreten. Die Infos sind verbirgt. Also recht, echt, ich glaube nicht, dass mein Navi dem gewachsen ist. Ah, wir müssen uns dem stellen, na toll. Ich habe noch eine Info, die besagt, dass der Live-Virus einen Schutz hat. Eine Kopie von irgendetwas. Das Beste, was wir tun können, scheint mir kämpfen zu üben und abzuwarten. Ah, ich darf den Live... Ah. Okay. Siehst du die ganzen Fußspuren? Oh ja. Was wollten die so oft hier am Bild? Das Bild wackelt leicht an der Wand. Man, das ist eine Geheimtür. Da ist ein Jack-In-Port. Okay. Okay. Stärker verschlossen als die anderen Türen bisher. Und kein Jack-In-Port hier. Achso, dann habe ich mir alles so gesehen erspart. Also, hier rein. Oh mein Gott. Nein! No! Not really. Not really. Warum? Meine Güte. Danke. Das Schwert war nicht schnell genug. Aber nein! Warum so etwas? Hier habe ich keinen Bock, jedes Item zu suchen. Aber sowas von keinen... Och Gott, zum Glück haben wir fliehen. Diese Battlekarten sind schwer zu bekommen, hat man gehört. Ich glaube, das war richtig. Oh, ein Item mitten auf dem Weg. Die waren mal gnädig. Folgen wir einfach mal... allem. Geht's nicht runter. Folgen wir einfach mal allem und gehen zuerst nach unten. Ich hoffe, du bewegst dich nicht. I hate you. I hate you. Aber wir bekommen Thunder. Ah, nice, ein Item. Big Wave Car. Okay, aber nur eine Zeile. Das ist lame. Ich hätte speichern sollen, jetzt werde ich hier krepieren. Oh wei, oh wei. Feuer gegen Wassertower, was gewinnt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich viel E bekomme und von der Welle gleich sterben werde. Die aus irgendeinem Grund? Irgendwie nicht vollständig war. Oder so. Selbst wenn die Welle kommt, du bist weg. Danke. Meine Güte. Schwerer Kampf. Eigentlich wollte ich nämlich hier, ja. Ja. Oh nein. Damit besiegen wir dich. Und sogar bevor du mir was anhaben kannst. Ich will deine Battlekarte. Nice. Das muss man gleich mal speichern. Hallo.
Sei vorsichtig, wenn du den General wieder WWs besiegst, wird er deine Speicherfunktion sperren. Speichere jetzt. Er ist nah. Sehr nah. Ich hab Safe States, Junge. Okay. Die aber auch irgendwie ammobile sind. Bam. Okay, speichern. Hier fehlt ein Feld. Ich komme nicht ran. Es gibt keinen anderen Weg. Da muss was sein. Lan, endlich bin ich da. Mail? Du bist auch hier? Was ist hier los? Roll. Halli Mega. Nicht hallo. Egal. Egal. Wer weiß. Whatever. Okay. Was macht ihr alle hier? Ich sah dich am Schulteich. Da habe ich schnell alle geholt, damit wir dir helfen können. Nice. Deswegen warst du so schnell weg. Mann, und ich bin alleine losgezogen. Und ich dachte, wir sind alle Freunde. Gebrochenes Herz. Okay. Echt mal. Roll muss einen Schleichweg. Mach uns, nicht muss. Mach uns einen Schleichweg. Yep. Roll flüstern. What the fuck? Ich glaube nicht, dass sie Roll Whisper gesagt haben, aber. Ja. Danke, Roll. Pass auf dich auf, Mega. Uhuhu. Klar, Solern. Bedanke dich bei Mail. What the fuck? Niemand hat sie gebeten. Mail? Was jetzt? Danke. Du hast mich echt gerettet. Ich danke euch allen. Oh. Lan. Ich mache mir Sorgen. Schniff. Entschuldige, ich sollte dich aufmuntern und nicht jammern. Oh Gott. Viel Glück, Lan. Mail, verlass dich auf mich. Ich komme raus. Halt. Ich störe ja nur ungern eure Unterhaltung, aber ihr seid schon viel zu weit gekommen. Wer bist du? Ich bin Yahut, rechte Hand von Willy vom WWW. Und ich sei Navi, Magic Man. Ich hab seine Stimme vergessen vom Anime, der sehr lange hergeht. Und jetzt mein neuester Trick. Bäh. Ich wette, ich verrecke jetzt erstmal ein paar Mal. Ich hab nur Egon zur Verfügung, was zum sinnvollsten ist. Wetten, ich mach keinen Schaden oder sonst einen Scheiß. Okay, ich mach Schaden. Ich hab doch hier gespeichert, aber das war schon im Kampf. Ist der Kampf eklig. Du kommst überhaupt nicht nach hinten. Jemand ist der gerade weg. Warum hast du nicht losgelassen, Spaß? Warum hast du schon wieder nicht losgelassen, Spaß? Oh mein Gott. Ich kriege Herzrasen. So, jetzt aber. Nice. Fireman. Immer mache ich Schaden in der letzten Reihe. Mehr will ich gar nicht. Mit der Zeit kommen da neue Gegner. Das ist auch cool. Elegman spare ich mir auf. Klaue dem dafür erstmal ein bisschen Spielraum. Ich bin sowieso mit jedem Schuss down. Deswegen kann ich auch mal überspeichern. Ah, fuck, jetzt hänge ich in dieser. Du kannst auch verschwinden? In dieser Spiele. Meine Barriere war weg. In dieser, mit diesen Items fest, meine ich. Aha. Ich glaube, das ist gerade irgendwie eine geile Aufstellung. Oh mein Gott. Okay. Elegman. Den da. Oh, Entschuldigung. Oh, leicht verschluckt. Was? Du nimmst Schaden? Willst du mich verarschen? What the hell?
dann ist das hier immer noch die beste Methode. Also jetzt gerade. Meine Güte. Warum brauche ich überhaupt noch eine Battlecard fürs Tor? Meine Güte. Gott sei Dank habe ich Zeit benutzt. 5000 Gold. Geschafft! Oh. Ja, Hut, nicht du auch. Hier, nutze diesen Daten vom Live-Virus. Gut. Live-Magie. Ich hab's. Es hieß doch, das Wasserprogramm ist nicht vollständig gewesen. Heißt das, er hat eine Wasserschwäche? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ja. Oh. Ja, gut, geschafft. Sage Tschüss zu Megaman.exe. Nein! Magic Man, Vorsicht! Life Magic! Oh. It's a gonna magic! Und so. Ja, zu spät. Mega! No. Richard, was machst du auf einmal hier? Len! Len, dein Vater gab mir das. Hier. Hoop.bat, was ist das? Notfall, Handyanruf. Hallo? Len? Fati, Mega Man ist... Dr. Hikari, es tut mir leid, ich war zu spät. Len, hör mir zu. Du kannst Mega Man retten. Aber er antwortet nicht. Wende die Hoop.bat auf Mega Man an. Es dauert aber etwas. Aber bevor du das machst, solltest du noch einiges wissen. Es könnte schwerer für dich werden, Mega Man noch zu benutzen. Ich verstehe nicht, was du meinst, aber... Ich mache alles, was Mega Man retten könnte. Schwerer sein, ihn zu benutzen. Hä? Dann höre zu. Kriegen wir jetzt einen speziellen Modus? Würde mich nicht wundern. Es ist jetzt 10 Jahre her. Ich schuf damals völlig neue Navis. Navis, die richtige Freunde ihrer Operatoren sind. Aber ein Programm ist nur ein Programm. Die Navis folgten den Befehlen ihrer Operatoren. Aber sie konnten nicht allein denken und entscheiden. Das kann Mega Man jetzt. Das ließ mir keine Ruhe. Vielleicht, wenn man eine besondere Verbindung zum Navi hätte. Der Navi könnte auf deine Emotionen reagieren. Und eigene Emotionen entwickeln. Beim Untersuchen menschlicher DNA fand ich so die Lösung. Ein Navi mit der DNA genau wie die des Operators. Beide hätten dieselben Werte, die Emotionen wären dieselben. Sie wären eine Einheit. Der ultimative Navi. Aber es war schwer, ein Programm mit DNA zu machen. Das Programm wurde zu 95% fertig. Es war nie möglich, diese letzten 5% fertigzustellen. Das war das Ende meiner Forschung. Gerade zu dieser Zeit hatte ich einen Sohn. Ein süßer kleiner Junge. Wir nannten ihn Hoop. Hab. What? Aber unser Glück war nicht von Dauer. Er hatte Herzprobleme und war zu schwach, um zu leben. Ich dachte, irgendwie könnte ich sein Andenken wachhalten. Len, Hoop war dein Zwillingsbruder. Ihr stammt beide aus derselben Eizelle. Eure DNA ist dieselbe. Mit Hubs DNA konnte ich ein Navi für dich machen. Endlich hatte ich die DNA-Grundlage, die ich brauchte. Der Navi, den ich machte, war Megaman.exe. Ach du heilige Scheiße, das habe ich jetzt irgendwie verdrängt gehabt, dass das so war. Ich glaube nämlich, es war nämlich so. So viel nämlich, ey. Das Ergebnis zeigt, ich hatte recht. Megaman.exe ist eine neue Navi-Generation. So verbunden mit dir wie ein Bruder. Aber es gab ein Problem. Solange die DNA 100% dieselbe ist, verhalten sich die Werte von dir und dem Navi synchron. Wenn der Navi im Kampf getroffen wird, schadet es dir auch. Daher änderte ich die DNA der Megaman.exe um 0,001%. Wow. Die Hub.bat hebt diese 0,001% aber auf. Du meinst, Mega Man wird neu geboren als mein Zwilling? Genau so. Ich habe Mega Man an all die gefährlichen Plätze geschickt. Kennt Mega Man, ich meine, Hub die Wahrheit? Ich bat ihn, dieses Geheimnis zu wahren.
Sonst hast du vielleicht Angst, ihn zu benutzen. Und dann wäre er als Navi ja nicht sehr brauchbar. Also, was willst du tun? Das musst du entscheiden. Hey, wir haben schon die Verantwortung getragen. Aber Hub, ich verliere Mega Man. Bedenke, wenn deine DNA 100% dieselbe ist, trifft dich alles, was deinem Navi schadet. Und andersherum wäre es auch so. Len, wenn du... Ja, okay, aber ist weg. Wirklich denkst du, du kannst die WWWs besiegen? Ich denke, Hub wird das spüren und kommt zurück. Okay, ich nehme die Hub, Dotbat. Len, du tust das Richtige. Verwende Hub.bat auf Megaman.exe. Warum eigentlich Bat? B-A-T, wofür steht denn das? Hub, komm zurück zu mir. Keine Reaktion. Len! Hub! Ich bin's, Len, wach auf! Len... Oh. Ach du Scheiße. Was war los mit mir? Hub, du bist es. Len, du nennst mich Hub? Hub, ich habe Len alles gesagt. Wir haben dich mit der Hub.bat wiedergeholt. Vati, verstehe. Das Licht zeigt dein Programm, wird neu geschrieben. Wenn es ausgeht, solltest du wieder volle Kraft haben. Ja, ich fühle die Kraft in mir. Ich habe dir die Wahrheit verschwiegen. Entschuldige, Len. Hub, ich habe dich oft herumkommandiert. Es tut mir leid. Ist schon okay. Ich war nie in der Lage, bei dir in der realen Welt zu sein. Aber dich aufwachsen zu sehen von hier drin, macht mich glücklich. Du bist nicht sein Vater. Hub, ich überlege, wie ich dich jetzt leiten soll. Sei einfach du selbst und ich bleibe auch Mega Man. Also los, Len, ich zähle auf dich. Genau. Okay, beeilen wir uns. Los geht's. Okay, hi Protoman. Brauchst mir nicht zu danken. Ich mache das wegen dem Unterhaltungswert. Oh, cool. Freue mich zu sehen, yo. Ja, wir wollen raus. Nice. Ich bin dir nicht im Weg, du! Okay. Fuck, hier wollte ich noch nicht rein. Ich würde nämlich sagen, sobald das Bild stehen bleibt und die Exit-Textbox aufproppt. Nein! Nein! Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Zu den finalen Teilen. Bis dann, viel Spaß und tschüss.